Und dann klicken wir mal rein. Ich gucke noch mal schnell wegen meinem Input. Ja, den muss ich auch noch anpassen. Fuck. Up, left, down, down, Input. right. B, A, Y, X. Start, select, Banpresto. L, R. Up, left, up, right, down, left. Und okidoki. So. Geht los. Dann los geht's. Warte, so. 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 Mann, ja, kurz. Jetzt geht's richtig los. Ja. Dämonen leben hier. Okay, ich hab's jetzt verpasst, was da genau stand. Niemand weiß es, aber Dämonen leben hier. Okay. Sie holen Seelen. Wird nicht Seele mit Doppel-E geschrieben? Ach, hallo. Doch. Ja, ich weiß, aber Das wird schon wieder. Ach so, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Angezockt. Wir spielen ja gerade ein Super Nintendo-Spiel, nennt sich GoGo Eggman. Und wir haben jetzt schon den ersten Fehler dazu gefunden. Na egal. ja, Ist ja keine SNES Fehler. Projects-Übersetzung, da ist das erlaubt. Und das ist jetzt ein Service von uns für euch da draußen, damit ihr auch mal Spiele anzocken könnt, gefahrlos. Oder euch Spiele angucken könnt, gefahrlos. Um zu sehen, was taugen die überhaupt was oder Was nicht. steckt eigentlich hinter dem Spiel? Wir haben hier GoGo Eggman, wie gesagt, das ist ein Spiel von 1994. Und der Charakter sieht aus wie von Akira Toriyama gezeichnet. Definitiv. Wir hauen jetzt hier mal Und direkt rein. im Grunde ist es ein Junge, der Teufelskräfte hat und da mal die Welt retten soll. Und dann geht's auch los. Nicht wundern, wenn da quasi sprachliche Fehler drin sind, weil ganz einfach, das hat damals kleine Kinder übersetzt. Ach, echt jetzt? Ja, logisch, die waren doch alle damals jünger. Ja, stimmt. Wow, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber ich mache mal das Spiel lauter. So. Ich Dunkle meine, man Prinz kann. Eggman erwachte, um Satan Seelen zu stehlen. Cool. Welch Seelen ein zu Traum. stehlen. Das ist geil, Welch ein Albtraum, Aber Tenchi Junge. versucht, Eggman zu stoppen. Ich kann diesen Kerl nicht ausstehen. Ist geil. Aber wie Eggman gewinnt immer. So bekam Tenchi Hilfe von der Engelarmee, um Eggman zu besiegen. Huhu, nun Die stirbst Engel du. Armee. Die Engel Armee. Also du bist ein kleiner Teufel, wie gesagt. Ja. So, jetzt geht's los hier im Spiel, nehme ich mal stark an. Stage Get up. 1. First. Engelstest. Was? Engelstest? Warte. Ja. Engelstest, Ich jawohl. lege die Das T Engelsarme ist vor allem, aus. sieht aus wie so ein Kreuz, ne? So. Ja. Aber ich bin nicht sicher, ob sie reicht. Du bist der beste Killer, richtig? Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich verfehle nie meine Ziele. Und Mörderpunch hat große Kraft dabei. Ich habe viele Jobs beendet. Oh, das ist einfach genial. Bitte töte Eggman. Sicher, mein Lohn ist 3000 Yen die Minute. So wenig. 3000 Yen pro Minute? Nur 5 Minuten sind geizig, hä? Okay, scheiße, was geht ab? Wow. Let's go. Okay, Eggman, also Tenchi ja. wollte um 2 Uhr kommen. Nochmal, so viel Text. Ich skippe den jetzt einfach mal, okay? Oh, ich kann Bomben werfen. Ja, ich habe nur eine einzige Bombe. Man kann den Schlag aufladen, okay. Ich hätte gedacht, dass dann quasi wirklich das ganze Spiel, Quatsch, die Bombe, dass dann alles im Bildschirm kaputt geht. Also die Übersetzung ist ja schon mal sehr ruhig. Kleine Engel spielt mir rein. Ja. Dass das in Europa kommt, ist mir gleich klar. Ja, wenn ihr Engel töten muss. Ja, das geht nicht schon. Ach, geht irgendwie flockig von der Hand, ein bisschen. Die Sounds, Alter, die Sounds. Hör sie leider nicht, weißt du? Ich höre nur deine Stimme. Ja. Ich weiß bloß, dass es bis jetzt witzig ist. Es wird bestimmt hart. Kannst du deine Safe-Sets machen? Safe-Stats machen? Ja, wenn du merkst, okay, immer irgendwo runterfliegen Ja, willst. das brauche ich. Ja, das glaub mir Das auch ist nur schon. hier Pro, wir haben gerade Castlevania 2 durchgespielt. Ja, stimmt, aber ich kenne das Spiel schon ein bisschen. Also es wird auf jeden Fall hart. Oh, wie ist eine Bombe? Wir sind zwar kleine Teufel, aber. Also wir sind zwar der kleine Teufel, aber wir sind nicht unfehlbar. Oh. Also wie Weil Mario auch der einfach rote rumspringen kann man Typ nicht in ist. dem Spiel. Ne, weil der rote Typ so im Hintergrund, dieses Typ-Ding da.
Was dieser fliegende bedeutet? Drache, der sammelt die Münzen ein, die die Gegner droppen. Bam, voll in die Fresse. Oh, hier sind Knifte. Oh, jetzt kann ich schießen. Ja, geil. Nice. Ja, ich weiß jetzt auch, wo es nie bei uns kam. Weil? Hallo? Schießen, Engel schießen, töten. Engel töten. Die Sprüche, das sind ja mal, also... Und dazu noch ein Teufel, den man spielt. Ja, man spielt einen Teufel. Aha. Let's go. Das Teufelskind. Oh, so irgendwie ganz knuffig, das Spiel. Oh, keine Ahnung. Oh Gott. Ende machst du, oh, ich habe keine Pistole mehr. Nein. Am Ende machst du einen Speicher mal, du hast nur noch zwei Hits. Also zwei Hits. Ich weiß nicht, woher gerade schnell speichern ist. Was hast du denn? Du hast doch den Standard-Emu. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, wie das Shortcut ist. Oh nein, ich habe gerade das Swap-Bomb. Es ist auf jeden Fall eine westliche Steuerung. Ja. Also springen ist, schlagen ist hier sozusagen auf, hier X. Mhm. X? Nee, auf Y, okay. Wie auch immer. Also auf dem PlayStation Controller, was da Viereck wäre. Ach, Viereck, okay. Oh, ein Herz noch. Ja, ja. Muss wow. Besser werden. Ja, ich sag, am Ende gefällt's dir so gut, macht er doch noch ein LP. Ich seh's kommen. Da brauchen wir erstmal eine neue Übersetzung für. Bye, bye. Komm. Wieso? Die kann man ja anpassen hier. Also, jetzt ist er gemurdert. Hast du Safe-Set gemacht? Nee, nee. Ich brauch kein Safe-Set. Doch, du hast. Wir wollen doch bloß den Leuten mal zeigen, wie das Spiel aussieht. Ah, ich kann auch einen Dropkick machen. Echt? Ja, wenn du springen, dann kann ich so einen Dropkick machen, ey. Voll geil. Ja, cool. Weil kleine Wölfe greifen dich an. Hm, kleine Wölfe. Na ja, kleine Wölfe. Hm. Wow. Engel und Wölfe. Vor allem, was haben Engel, also Wölfe mit Engel zu tun? Das ist die Frage. Also warum kann, also Engel ist ja klar, ne? Die sind vorhin schon umbringen. Aber die Wölfe? Ich würde ja Wölfe eher in die böse Richtung schieben, also. Die müssen dir ja im Grunde helfen. Ja, eigentlich ja schon, ne? Außer es sind liebe Wölfe. Kann ja auch sein. Ich frage mich, warum man in dem Spiel Smart Bombs hat. Das ist irgendwie cool. Das erinnert irgendwie so an Starving, beziehungsweise an. Oh, da oben ist ein Herz. An Super Star Wars. Hat's ja auch diese. Nein, Walljump kann der Typ leider nicht. Ja, du hast jetzt ein Herz gekriegt. Siehst du da, wo wir es gebraucht hätten? Jetzt machen wir Safe-Set, weil Loading. Nee, brauchen wir nicht. Wir wollen doch, wie gesagt, wir wollen das Spiel doch bloß mal hier den Leuten ja, toll, dann zeigen wir gerade mal anderthalb Level. Ja, das ist doch gut. Das reicht doch, okay. Um sich ein Bild zu machen von dem Spiel. Anderthalb Level, okay. Oh, jetzt habe ich aber echt hart geskillt, ey. So, das ist jetzt, fuck. Oh, geil, Umatico, Alter. Was ist? Boah, was ist hier los? Ja, sag ich ja. Das ist echt mega Glück hier. Hm, aber irgendwie kommt man dann nicht weg. Ja doch, irgendwie schon. Er muss ja irgendwie. Vielleicht kann er doch einen World Jump und wir haben es ja gepeilt. Hm. Null Leben. Ich hab mir gemerkt, dass ich da lang kann. Jawohl. Ich probier das jetzt nochmal. Ja, dann mach ein Safe Stand wenigstens vorher, Mensch. Ja, okay, ich mach jetzt auch ein Safe Stat. Beim letzten Leben macht das wieder meist. Gibt's da keine Schnelltasten? Ich weiß den jetzt nicht aus dem Kopf, wie gesagt. Geh doch immer rechts daneben, wenn du es öffnest. Nein. Also ich kann mir nur vorstellen, dass wenn es jetzt quasi hoch geht und das andere runter, dass du das dann... Ah, okay. Auf eins lade ich. Ups. Hä, ich versteh's nicht. Also wir kommen hier nicht jetzt, mehr hoch. Ja doch, irgendwie. Ich kann dir das nur so vorstellen, indem du quasi, wenn es hochgeht und das andere runtergeht, dass du dann da oben ab bisschen springst. Oh, verdammte Arschkacke. Oder mit Gas geben oder so? Nee, ne? Ich spring ja noch in den Typen rein. Nö. Guck mal, springt der höher, wenn das Ding hochgeht? Ja, aber sonst wäre es natürlich nicht. Oh, Alter, ist echt kacke. Was denn? Geht's doch so, oder? Der springt manchmal nicht. Ich habe das Gefühl, mein Controller hat eine Macke.
Man springt ja immer automatisch in diesen komischen Typ rein. Ja, ja, weil es nicht gewollt ist, denke ich. Du sollst. Ja klar, der ist jetzt übelst hochgehobt, ey. Müsste gehen. Nein. Im Grunde, wenn das eine runterkommt da oben, ne? Dass du dann da oben raufguckst. Siehst du das? Das geht auch nicht. Nein, der springt nicht höher. Glaubst du? Ja, es muss aber. Probier es jetzt gerade einfach mal so. Boah. Also Leute, ihr seht schon, hier darf man nicht lang springen. Komm, scheiß drauf. Ich will jetzt hier weitermachen. Ja, müssen wir ja. Haha. Ist so komisch. Ja, außer da hat irgendein Move, den wir noch nicht gepeilt haben. Ich habe jetzt alles auch nicht ausprobiert, was mir so eingefallen ist. Außer halt schlagen und springen zusammen, aber dann passiert auch nichts. Na gut. Geht auf jeden Fall. Ach, hier gut. Ach, hier gut. Ja, komm, mach mal das Land wenigstens noch. Ich wollte eigentlich mal wenigstens einen Boss sehen. Ja, ich gehe doch jetzt weiter. Danach können wir ja dann erst. Auch so ist es schon cool, es taugt schon. Also, es vom Sound ist es cool, von der Grafik ist es auch ganz cool. Und vom Gameplay eigentlich auch. Ja. Ich meine, klar, es ist nicht ganz easy, wisst ihr auch, ne? Aber das muss es ja auch nicht. Ich mein, es soll ja auch nicht so easy sein. Also, wenn ich ein Easy-Game spielen wollen würde, dann weiß ich nicht, was ich dann spielen würde. So, jetzt machen wir nochmal ein Safe-Set. Das war, glaube ich, nur Schild auf 1. Ja. Ha, Dropkick, man! Jump the right, bitch! Mich würde mal interessieren, wie viele Leute vor mir schon hier auf Hitbox das Spiel jetzt gespielt haben. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Oh, boah, was hat der geschossen? Der hat doch so Rakete geschossen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Das war nie und nimmer war das ein Pfeil. Das ist. Den Typen muss man beobachten. Welchen Typen? Da war doch der Engel, der so eine Art Pfeil geschossen hat, ne? Aha. Das war nie im Leben ein Pfeil, das war eine Rakete oder so. Ja, das kann durchaus sein. Kann man runterspringen? Ne, kann man auch nicht. Aufpassen. So, was mit. Da geht's. Dann ist weiter gesehen. Ah, oh, okay. Wow. Okay. Ja, es nice. Geht weiter. Boah. So, die drei Freaks, ey. Willkommen. Yay. Dieses Mal stirbst du, Eggman. Ich stelle den weltbesten Killer ein. Ja, Yamada, bitte. Herr Yamada, bitte. 2 Stunden, 5 Minuten, 1 Minute mehr, nichts gegen dich, aber ich werde dich beseitigen. Aha. Wow. Alter. LOL. Das ist ein Free Game. Wow. Was war's denn? Das war, ja. Eine Atombombe ist da noch. Ja, stimmt. Die brauche ich nicht. Ich kenne die gut. Oh, guck mal. Boah, ist hart, ey. Da kam jetzt irgend so ein Kristall oder sowas. Verdammt, ich zeige es dir. Warte. Lass uns mehr spielen. Cool. Das ist so wie Mega Man für Kinder. Ja, ne? Was bist du? Du würdest diesen Technikchen wegrennen. Warte, jetzt kommt noch ein Autorennen. Ja, jetzt habe ich ihn da gelassen. Gut, dann nehmen wir es, um ihn aufzuholen. Zertrampeln wir die Engelsarmee. Geil. Zzz, Auto. Hey, geil. Safe. Boing. Hast du jetzt so? Ja. Nein. Doch? Ja, wie geil. Eggman. Geil, oh Mann. Oh, also mit dem Kopf darf man die nicht berühren. Oh, das ist ein Minen. Oh. Oh. Yeah, yeah. Da unten war scheiße. Auto. Ja, du hast noch ein Herz. Oh, da unten war ein Herz. Oh, das jetzt gebraucht. Ja. Oh, jetzt muss ich echt Skill weißt du. Ach, das passt schon. Kannst du Auto fahren. So fahr ich auch im. Ey, was? Wie soll man das schaffen? Wow. Da muss es einen Trick geben. Ja. Double Jump. Was? Ultra Double Jump. Und dann immer mal Spaß. Oh lol. Mit der Engelsarmee. Das klingt irgendwie cool. Ey, wenn du guten Run hast, dann speicherst du es einfach mal. Ja. Boah. Nein! Ich hab da oben schon R1 gedrückt. Na egal. Mach dich, du hast nichts verloren. Ne, jetzt hast du auch was verloren. Also dann, wenn wir uns ins Haus reinfahren, speicherst du es einfach mal.
Nein, ich wollte unten lang. Alles gut, alles gut. Du hast noch alle Herzen. Ah, ja. Okay, speicher. Okay, ich hab gespeichert. Ah, gleich wieder verloren, ey, das Herz. Echt? Ja, so gut. Ja, der eine hat sich gleich wieder abgezogen. So, jetzt. Ich hab irgendwie meine Dinge bekommen. Ah, guck. Cool. Die Dinger, die wampen einen hoch, ziehen ja nichts ab. Ach so, geht das. Fuck. Oh nein, genau an der Stelle habe ich gespeichert. Nein! Was, genau an der Stelle? Du meinst jetzt? Nein! Gut. Okay, war ein cool, war ein schönes Spiel, mal angezockt zu haben. Cool. Ja, vielleicht mal gucken, eventuell reißt es uns mal hin, dass wir das dann doch näher anschauen. Mal besser übersetzen nochmal, vielleicht mit einem kleineren Font oder so. Ja, vor allem mit einem richtigen Font. Ich meine, der scheint schon variabel zu sein, so ein Stück weit. Mhm. Ach ne, nee, guck mal hier, Stehlen, L-E war ein Buchstabe. Ja, genau, ich habe schon gesehen, vor uns. Das kann man aber besser machen, wenn man das unbedingt will, klar, freilich. Also, wir schauen, vielleicht gucken wir uns das auch erstmal an, insgesamt, wie ist denn diese Version überhaupt übersetzt, qualitativ. Ja, wow. Würde ich schon erstmal vorschlagen. Und wenn uns das dann juckt, das Spiel, dann kann man das auch sogar nochmal übersetzen, klar, freilich. Aber ich würde es erstmal angucken wollen, inwiefern das bis jetzt schon übersetzt ist. Mhm. Oh, das wäre schon mal eine ganz nette Idee. So, ab zum nächsten Game. Jo. Mal gucken. Wünsche könnt ihr gerne reinschreiben. Wünsche gerne in den Chat, auch per Facebook und so. In den Chat schreiben, die ganzen 50.000 Zuschauer bitte. Lasst euch aus. Ja, muss aber witzig sein.